den Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags, wir diskutieren hier ein Thema, das uns alle massiv berührt. Und ich glaube, keiner hätte geglaubt, dass es innerhalb Europas in so kurzer Zeit gelingt, eine Diktatur aus dem Boden zu stampfen in einem Land, in das man bisher zum Urlaub machen gefahren ist, das man als ja schon auf den Weg zur Weltoffenheit gesehen hat, und plötzlich werden dort zehntausende Menschen festgesetzt, hinter Gitter gesteckt und offensichtlich auch misshandelt. Opposition ausgeschaltet, Presse ausgeschaltet, und Europa steht einigermaßen ratlos, um nicht zu sagen bedeppert, vor der Situation. Deutschland vielleicht umso mehr, als man vor kurzem erst mit diesem Land einen Flüchtlingspakt geschlossen hat, quasi auch irgendwo das Schicksal der inneren Politik in ein Land gelegt hat, das nicht der EU angehört, das politische Schicksal auch des inneren Zustandes Deutschlands irgendwo einem Diktator damit in die Hand gegeben hat, der vor wenigen Tagen erst gesagt hat, wenn es ihm gerade passen würde, würde er den Wasserhahn wieder aufdrehen. Er meint damit neue Flüchtlinge in Gang setzen. Meine Damen und Herren, das zeigt auch, wie weit sich diese Politik Deutschlands hier ja auf ein gefährliches Terrain begeben hat. Und ich respektiere hier an der Stelle durchaus das Auftreten des Außenministers Steinmeier, ohne dass wir ihn deshalb als Bundespräsident unterstützen, der sich trotzdem in der Türkei ja sehr deutlich zu Wort gemeldet hat und hat diese Fehlentwicklungen kritisiert. Und jetzt ist die Frage, was können wir, was müssen wir hier als Bayerischer Landtag tun? Ich bin überzeugt, wir müssen auf alle Fälle das tun, was wir in unseren Anträgen ja festgeschrieben haben, dass wir dieses Verhalten verurteilen. Aber mit dem Verurteilen, glaube ich, ist es nicht getan. Wir müssen politische Aktivitäten ja erzwingen, soweit wir das tun können. Und hier mein Appell an Sie von der CSU, hier eine Schippe draufzulegen, nur zu sagen, der Bayerische Landtag stellt fest, ja, das wird in der Türkei sehr wenig interessieren, das wird nicht mal in der Bundesregierung, der Sie selber angehören, interessieren. Und deshalb geht uns Ihr Antrag auch nicht weit genug. Wir Freien Wähler erwarten durchaus, dass wir hier als Landtag heute das Signal senden, dass die Staatsregierung aufgefordert wird, sich bei Bund und EU dafür einzusetzen. Also was liegt näher, als dass Sie selbst als Teil der Bundesregierung hier tätig werden, dass Sie Ihren Ministerpräsidenten auffordern, zu Frau Merkel zu sagen, sie möge hier deutlicher werden, sie möge hier sagen, liebe Türkei, ein Aussetzen der Verhandlungen ist das Mindeste. Das habe ich von einer Frau Merkel, die ja ihre Kanzlerin ist, bisher nicht gehört. Das fehlt mir auch ganz deutlich in Ihrem Antrag. Wir müssen also heute als Bayerischer Landtag zumindest das Signal setzen, Staatsregierung, geh nach Berlin und sag dort ganz deutlich, Deutschland muss sich einsetzen dafür, dass diese Verhandlungen ausgesetzt werden. Und Ihr zweiter Punkt, der kommt mir fast ein bisschen kontraproduktiv vor, wenn Ihr Redner sagt, ja, den EU-Beitritt beenden, aber die wirtschaftlichen Beziehungen dazu, die Verhandlungen aufzunehmen. Ja, meine Damen und Herren, sehr viel mehr will ja der Herr Erdogan gar nicht. Ob der wirklich in die EU will, will ich mal dahingestellt lassen. Ich glaube, er will in der Zwischenzeit lieber das Land nach seinem Gusto frisieren. Aber ihm liegt natürlich sehr viel daran, die wirtschaftlichen Aspekte aufrechtzuerhalten, um irgendwo Arbeitsplätze und Wachstum in der Türkei weiterhin zu sichern. Ich glaube, dort müssten wir ansetzen, nicht zu sagen, wir reden nicht mehr über den EU-Beitritt, aber wir machen ganz groß die Verhandlungen auf, wie wir wirtschaftlich besser zusammenarbeiten können. Damit hat er, was er will. Wir müssen also hier rangehen und eher damit drohen, auch die wirtschaftlichen Beziehungen auf Eis zu setzen. Damit ist ihm sehr viel
viel mehr beizukommen, als ihm nur mit dem Entzug der EU-Mitgliedschaft zu drohen oder zu sagen, die wirst du nie bekommen, aber Hauptsache der Rubel rollt, das geht mir nicht weit genug. Deshalb werden wir uns bei Ihrem Antrag enthalten und werden den anderen Anträgen der Opposition zustimmen, die hier besonders als SPD auf alle Fälle auch den Appell an den Bund drin hat, wenn sie auch selber Teil der Regierung sind, aber eben nicht als Landtagsfraktion. Der Wille ist zumindest da und die Grünen haben im weitesten ja die EU-Resolution wiedergegeben, die auch insofern in Ordnung ist, dass man die hier nochmal dokumentiert. Aber nochmal der Appell an Sie als Staatsregierung, nur zu sagen, der Bayerische Landtag stellt fest, das ist zu wenig. Der Bayerische Landtag muss seine Regierung hier auffordern, nach Berlin zu gehen und zu sagen, Frau Merkel sagt dem Herrn Erdogan, so nicht. Wir wollen aussetzen und wir wollen eventuell auch sagen, die wirtschaftlichen Beziehungen müssen überdacht werden und nicht, wir handeln weiter, business as usual und hinten werden die Menschen geköpft. Das darf nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Dankeschön.